Sopashrayasana ist die kreuzbeinige Stellung mit gestützten Knien. Sopashraya bedeutet einen Anschluss habend oder eine Unterstützung habend. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die Knie zu unterstützen. Heutzutage gibt es ja in allen Yoga-Zentren typischerweise Kissen. Und du kannst, wenn es dir schwerfällt, in der kreuzbeinigen Stellung zu sitzen, zwei Kissen oder ein Kissen unter die Knie zu geben. Traditionellerweise in Indien waren Kissen eher außergewöhnlich, konnten sich nur die Könige und Reiche leisten, aber alle hatten eine Art Gürtel oder eben auch der Dhoti, also einfach ein Tuch. Und dieses Tuch windet man um die Knie herum. Heutzutage haben wiederum Yoga-Zentren meist Gurte. Und so kannst du den Gurt winden um deine Knie und um deinen mittleren Rücken. Und so sind die Knie auf der einen Seite gestützt und auf der anderen Seite drücken die Knie runter und halten den Rücken oben. Und so ist für viele Menschen Sopashrayasana eine schöne Weise, längere Zeit ruhig und gerade zu sitzen. Probiere es aus, auch im Westen empfinden manche Menschen das als angenehm, auch wenn sie sich manchmal vielleicht nicht trauen, das zu machen. Aber gleichzeitig sind die Knie unterstützt und der Rücken unterstützt und das kann recht angenehm sein.